Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Podcast für Alles aus Zucker. Ich bin hier mit Cornelia Steinigen von der VS Mitte auf dem Barcamp in Leipzig. Und das ist ganz gut, dass wir uns treffen, weil ich wollte Cornelia schon immer mal vorstellen, weil sie ist eine der wenigen Kollegen, die speziell auch für die erweiterten Lernwelten eingestellt sind. Cornelia, magst du mal zwei Sätze zu dir erstmal als Person sagen? Ja, Das gehört. okay. Ja, hallo. Also ich bin Cornelia Steinicken und meine Stelle nennt sich Sachgebietsleitung Digitales Lernen an der Volkshochschule Berlin-Mitte. Ich bin da seit letztem Jahr Mai dabei, also knapp ein Jahr jetzt. Und es handelt sich dabei um eine Querschnittsstelle. Das heißt, man hat ja klassischerweise die Programmbereiche in der Volkshochschule und ich liege quasi quer drüber und arbeite allen zu. Was sind die Bereiche, wo du zuarbeitest? Es geht vor allem darum, erstmal eine technische Grundausstattung hinzubekommen in den Unterrichtsräumen. Dafür bin ich zuständig. Des Weiteren Kursleiterschulungen, Kursleiterberatung. Also ich mache auch eine Mediencoach-Ausbildung gerade vom Deutschen Volkshochschulverbund mit. Und da geht es darum, Kursleiter auf digitale Lehr- und Lernformate hin zu beraten, zum Beispiel auch Open Educational Resources aufzuzeigen. Und eine gewisse Vernetzung hinzubekommen, auch neue Trends zu erkennen, digitale Trends. Und ich bin eben auch in übergeordneten Gremien tätig. Also wir haben berlinweit Arbeitsgruppen wie den DigiCircle oder die EVHS, wo auch digitale Themen diskutiert werden. Habt ihr als Berlin-Mitte zu diesem Thema Digitalisierung des Lernens dadurch so eine Vorreiterrolle oder haben die anderen Bezirke auch schon dort Aktivitäten? Also wir haben insofern eine Vorreiterrolle, weil ich eine komplette Vollzeitstelle dafür bekommen habe. Ich weiß, dass an anderen Berliner Volkshochschulen dann meist ein Programmbereichsleiter einen Teil seiner Arbeit eben auch der Digitalisierung widmet. Und man merkt dann aber in den Arbeitsgruppen, dass dann von anderer Seite her nicht so viel Zeit einfach dafür da ist. Und ich bin da schon, habe da schon einen Luxus, dass ich meine komplette Arbeitszeit diesem Thema widmen kann. Und auch also deutschlandweit, was ich so mitbekommen habe, gibt es eben in Leipzig eine Stelle. In Chemnitz gibt es an der Volkshochschule so eine Art Medienbadstelle. Also es ist noch relativ vereinzelt, dass das gibt. Wenn eine Volkshochschule so eine Stellenausschreibung macht, macht sie das oder machen die Berliner das, um damit das Thema einer Person zuzuordnen und alle anderen können sozusagen weiterarbeiten wie bisher? Oder welche Strategie so zumindest in den Ansätzen steckt so dahinter? Also die Berliner Volkshochschulen haben, ich glaube, vor 2 Jahren drei große strategische Themen nominiert und da ist eben eins davon erweiterte Lernwelten. Und in meiner Volkshochschule liegt es ganz klar am Direktor, der wirklich dahinter steht und gesagt hat, okay, wir brauchen eine Verantwortliche, die sich nur um digitales Lernen kümmert. Und wenn die Leitung nicht dahinter steht, ist es sehr schwer, so eine Stelle durchzusetzen. Ist damit auch verbunden, dass ihr gewisse so Zielvorstellungen habt, wo wollt ihr in 3 Jahren stehen als VRS Berlin-Mitte? Momentan haben wir zum Thema Grundausstattung an digitaler Medienausstattung sowas definiert, dass wir gesagt haben, in 3 Jahren möchten wir eigentlich alle, also in 3 bis 4 Jahren alle Unterrichtsräume mit einer digitalen Grundausstattung ausgestattet haben. Und wir haben grob definiert, dass wir innerhalb von 3 Jahren dann auch möglichst in jedem Programmbereich digitale Lehr- und Lernformate einsetzen, wobei wir da jetzt keine konkrete Kennzahl definiert haben. Dadurch, dass ich auch noch relativ neu bin, ist da noch sehr viel im Umbruch. Wir sind auch noch sehr viel dabei, Prozesse erstmal zu definieren, meine Aufgabe zu definieren und auch von anderen Stellen abzugrenzen. Also wir machen noch sehr viel Basisarbeit gerade. Wie ich höre, ist ja der Kundendruck, also dass die bisherigen Teilnehmer von Volkshochschulen kommen und sagen, wir wollen unbedingt digital unterstützte Angebote haben, ja noch nicht so groß. Bedeutet das, dass ihr mit neuen Angeboten auch neue Zielgruppen sucht?
Ja, auf jeden Fall. Das ist einer der Aspekte, in die digitalen Lehr- und Lernformate zu gehen. Wir haben, also im Rahmen des DigiCircles führen wir diese Expert Business Lernnetz-Webinare durch. Und da hatten wir einige Präsenztreffen mit den Teilnehmern und haben auch gemerkt, dass da wirklich Zielgruppen angesprochen werden können, die sonst keinen VHS-Kurs besuchen können. Einfach weil sie zu den Präsenzzeiten keine Zeit haben, ja, also Schichtarbeiter oder Mütter mit kleinen Kindern zu Hause. Mal eine ganz persönliche Frage. Was ist das dickste Brett, was du bohrst zu diesem Thema? Wie meinst du das jetzt ganz konkret? Ja, wo würdest du die größten Schwierigkeiten, sozusagen Hemmnisse sehen, zu dem, wie du dir das vorstellst? Also, dass du vielleicht einmal sagst, okay, ich habe das und das Ziel. Und die Dinge stehen mir da so im Weg und daran arbeite ich jetzt erstmal schwerpunktmäßig. Also ich merke es gerade bei der Grundausstattung, dass alle Unterrichtsräume also medial bestückt werden. Das ist ein sehr zäher, langwieriger Prozess, weil teilweise, also wir als Volkshochschule Berlin-Mitte hängen am Bezirksamt dran und in diesem Bezirksamt hängt noch ein interner Dienst, der uns dann auch teilweise zuarbeiten muss. Da sind für mich teilweise Zuständigkeiten nicht so ganz klar und teilweise sind Stellen auch nicht besetzt. Das ist schwierig. Meine Aufgaben sind teilweise noch nicht so genau abgegrenzt. Also bei mir landen auch sehr viele wirklich technische Fragen auf dem Tisch, wobei ich kein Technikexperte bin und ich habe eine pädagogische Stelle, kann ich dann zwar sagen, aber es bringt teilweise nicht so viel. Und einfach diese klare Definition meiner Aufgaben sehe ich als noch einen ganz großen, ja, große Aufgabe, einfach den Leuten klarzumachen, was ich eigentlich wirklich genau mache. Und mich eben auch zum Beispiel vom Programmbereich Arbeit, Beruf, EDV abzugrenzen. Also ich organisiere keine Computerkurse zum Beispiel, aber solche Anfragen landen teilweise noch bei mir, weil der Unterschied nicht klar ist. Du machst keine Computerkurse, aber konzipierst du andere Kurse oder stelle ich mir das so vor, dass du mit den Kollegen aus den anderen Programmbereichen sagst, okay, das könntet ihr jetzt noch sozusagen digital unterstützt einsetzen oder es sind auch komplette Kurse sozusagen in der Entwicklung in deiner Verantwortung? Na, momentan ist es eher so, dass wir Kursleiter haben, die an mich oder meine Kollegen, die Programmbereichsleiter, herantreten mit einer Kursidee. Beispielsweise hatten wir eine aus dem Bereich Kunst und Kultur, die mit VR-Brillen, also Virtual Reality-Brillen, arbeiten wollte. Den Kurs haben wir jetzt einmal probeweise durchgeführt und ich will mich jetzt mit ihr zusammensetzen und da auch mehr ins Konzept reingehen, also sie da auch ein Stück weit beraten. Und jetzt ist ja die VHS Cloud, die Online-Plattform der Volkshochschulen, gelauncht. Und auch da haben wir speziell im Programmbereich Arbeit, Beruf, EDV erste Dozenten, die damit arbeiten wollen. Und ich mache dann so ein bisschen ein Coaching und eine Beratung. Ich zeige denen auf, was kann man mit der Cloud machen. Berate aber auch ein Stück weit Richtung, was sind diese Kurskonzepte Blended Learning? Wie unterscheidet sich das vom Online-Lernen? Empfehle da teilweise auch dann Literatur. Also ich sage so, die Kursleiter bringen meist schon eine Kursidee mit und ich schaue dann eher so, wie kann man es umsetzen oder digital anreichern. Okay, Cornelia, dann danke ich dir für das Gespräch. Es bleibt ja sehr spannend, was das Thema angeht. Und ich denke, dass wir in Zukunft noch Gelegenheit haben, mit mehr Kollegen zu diesem Thema, die speziell eingestellt werden, für dieses Thema zu sprechen. Vielen Dank. Ja, ebenso vielen Dank.